Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu meinem One Piece Teufelsfrucht Guide. Mir passiert es ganz oft, wenn ich mich im Internet mit anderen One Piece Fans unterhalte und wir zum Beispiel über irgendwelche Sachen mit Teufelsfrüchten diskutieren, dass es da immer wieder so ein paar Unstimmigkeiten gibt. Ich stelle immer wieder fest, dass gewisse Leute einfach bestimmtes Teufelsfrucht-Grundwissen anscheinend nicht so verinnerlicht haben, wie es eigentlich angebracht wäre. Und genau deswegen mache ich jetzt dieses Video hier gerade für euch. Dieses Video soll einfach nur als eine Art Grundwissen von Teufelsfrüchten dienen, eine Art schnelle Zusammenfassung von den wichtigen Eckpunkten von Teufelsfrüchten, die es so gibt, um das als Grundlage zu nehmen, um weiterführend mit euch über Teufelsfrüchte zu diskutieren oder vielleicht auch, wenn ihr einfach jemanden habt, der so ein bisschen am Klugscheißen ist, und ihm einfach mal prägnant ein Video geben wollt, wo die Fakten aufgeführt sind, die er braucht und nicht irgendein anderer Blödsinn, den er irgendwo anders gelesen hat. Okay, was sind Teufelsfrüchte jetzt aber eigentlich? Teufelsfrüchte sind in der One Piece Welt extrem seltene, wenn ihr so wollt, magische Früchte, die sich durch ein gekringeltes Muster auszeichnen. Wenn man so eine Teufelsfrucht dann isst, dann erhält man die Kraft des Teufels, welcher sich in der Frucht befindet, und diese Kraft geht dann halt auf einen über. Das heißt, ihr könnt auf einmal seltsame Dinge vollbringen, wie zum Beispiel euch in Feuer verwandeln. Ich brenne! Es kommt auf uns zu, dieses Meramon. Oder ihr seid halb Mensch, halb Tier, zum Beispiel Leopard. Miau. Zusammenfassend, ihr bekommt Superkräfte. Ich wurde infiziert, aber der Virus vereinigte sich mit mir auf zellulärer Ebene. Ich entwickelte Superkräfte. Es ist übrigens nicht wichtig, wie viel man von der Teufelsfrucht isst. Ein bisschen genügt und dann hat man die Kraft und der Rest der Frucht ist einfach nur noch ungenießbare Scheiße. Das sagst du mir erst jetzt? Der Nachteil daran ist jetzt aber, dass ihr für immer eure Fähigkeit zum Schwimmen verliert. Wenn ihr euch jetzt in irgendeinem stehenden Gewässer befindet, zum Beispiel einem Fluss oder dem Meer oder von mir aus auch eurer halbgefüllten Badewanne, dann werdet ihr so schwach, ihr verliert all eure Kraft, dass ihr euch nicht mehr bewegen könnt. Und dementsprechend könnt ihr dann ja auch nicht mehr schwimmen, weil ihr ja kraftlos seid. Ihr klappt quasi einfach zusammen. Ihr habt in diesem Moment zwar noch eure Superkraft, aber weil ihr umkippt, zusammenbrecht und total schwach seid, könnt ihr eure Superkraft in dem Moment nicht mehr gezielt einsetzen. Dabei gilt, je tiefer oder je mehr prozentualer Anteil eures Körpers sich im Wasser befindet, desto schwächer werdet ihr auch. Motherfucker, fuck the fucking world and my new band is called Seas Kill. Dann gibt's da auch noch Seesteine. Das sind sehr seltene Mineralien, also wirklich ein Stein. Und diese Seesteine haben dieselbe Essenz wie das Meerwasser. Und wenn ein Teufelskraftnutzer einen Seestein anfasst, dann wird er genauso schwach, wie als wenn er sich gerade im Wasser befindet. Warum das so ist, keine Ahnung. Ist halt so. Die Teufelsfrüchte selbst lassen sich jetzt nochmal in drei Kategorien einteilen. Die erste Kategorie sind Zornfrüchte. Zornfrüchte sind die tierischen Teufelsfrüchte und sie erlauben es euch, euch in ein einziges bestimmtes Tier zu verwandeln. Also zum Beispiel in einen Leoparden oder in einen Menschen, wenn ihr vorher ein Tier wart. Beispiele dafür sind zum Beispiel Luckys Leopardenfrucht und Choppers Menschenfrucht. Dabei könnt ihr euch nicht nur in das Tier selbst verwandeln, sondern ihr könnt auch halb Tier, halb Mensch sein. Und das steigert eure physischen Fähigkeiten natürlich extrem. Dann haben wir noch Logia-Früchte. Logia-Früchte sind allgemein als die stärksten Teufelsfrüchte bekannt, denn mit Hilfe von Logia-Früchten könnt ihr euch selbst in ein bestimmtes Element verwandeln und dieses auch zu einem gewissen Grad aus eurem Körper heraus erzeugen.
Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Ace Feuerfrucht und Enels Donnerfrucht. Das heißt, nach dem Verzehr solch einer Frucht werdet ihr der personifizierte Blitz oder das personifizierte Feuer. Und da man Feuer oder Blitze natürlich nicht mit Schwertschlägen oder Pistolenschüssen was anhaben kann und diese Angriffe einfach durch so ein Element durchgehen, können euch auch normale Angriffe nicht mehr schaden. Natürlich gibt es hier aber ein kleines Schlupfloch, wie ihr Logia-Nutzer trotzdem treffen könnt, aber auf das Haki gehe ich später nochmal ganz kurz ein. Zuletzt gibt es jetzt noch die Paramezia-Früchte. Die Paramezia-Früchte sind all die Früchte, die sich nicht in die Zorn-Kategorie oder in die Logia-Kategorie einordnen können. Also alles andere, was es sonst noch so gibt und was euch irgendwie übermenschliche Fähigkeiten verschafft, das sind Paramezia-Früchte. Beispiele hierfür sind zum Beispiel Ruffys Gum-Gum-Frucht, die seinen Körper permanent in Gummi verwandelt hat, oder auch Whitebeards Erdbebenfrucht. Ich kann auch Erdbeben erzeugen. Dazu muss ich nur aus dem Stand auf meinen Arsch springen. So, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen und sagen, ja, hier die Feuerfrucht, die ist ganz geil. Und hier Gum-Gum-Frucht finde ich auch ganz fesch. Ich hole mir einfach beide. Blöde Idee. Denn man kann immer nur eine Teufelsfrucht gleichzeitig haben. Wenn man auf die bescheuerte Idee kommt, zwei Teufelsfrüchte gleichzeitig zu essen oder halt nacheinander, dann hält der Körper das nicht aus und man stirbt einfach. Und genau deswegen ist das nächste Detail auch echt wichtig, denn jede Teufelsfrucht gibt es immer nur ein einziges Mal zur selben Zeit auf der Welt. Das heißt also, wenn es schon einen Gum-Gum-Fruchtnutzer gibt, also Ruffy, dessen Körper aus Gummi besteht, dann gibt es zur selben Zeit auf der Welt keine andere Person, die auch diese Kraft hat. Die Teufelsfrucht wird erst dann wieder frei, wenn der Anwender stirbt. Nach einer gewissen Zeit, man weiß nicht genau, wie lange es dauert, taucht dann die Frucht wieder irgendwo auf der Welt auf und dann kann die Frucht wieder von einer neuen Person gegessen werden. Aber grundsätzlich gilt, gibt es einen bestimmten Teufelsfruchtnutzer, gibt es niemanden, der dasselbe kann. Man kann ganz grob sagen, dass Logia-Früchte die stärksten sind, da sie einem in der Regel die besten Möglichkeiten, ohne viel Zutun, des eigentlichen Besitzers der Kraft geben. Zorn-Kräfte sind zwar simpel, aber genau das kann auch ihr Vorteil sein. Man muss halt einfach nur seine Körperkraft trainieren, um seine Teufelsfrucht ausschöpfen zu können. Paramezia-Früchte sind ziemlich unberechenbar. Es gibt hier einige Früchte, die relativ blödsinnig sind und auf den ersten Blick unsinnig erscheinen, wie zum Beispiel die Bärenfrucht von diesem random Marine-Captain beim Buster Call of Enies Lobby. Bei Paramezia-Früchten kommt es aber umso mehr darauf an, was der Anwender daraus macht. Niemand außer Ruffy wäre wohl darauf gekommen, seine Gum-Gum-Frucht so einzusetzen, wie er es jetzt tut. Bei anderen Paramezia-Früchten sieht man auch sehr krasse Effekte, die man im ersten Moment wohl nicht erwartet hätte, wie zum Beispiel bei Bartholomäus Bär. Es kommt bei Teufelskräften generell also viel mehr darauf an, was der Nutzer aus der Kraft mit seiner eigenen Technik herausholt, als nur eine vermeintlich starke Teufelsfrucht zu haben. Trotzdem gibt es dennoch eine gewisse Rangordnung bei den Teufelskräften. Es gibt Teufelskräfte, die sich zwar ähnlich sind, aber von ihrer Stärke oder ihrer Vielfalt unterschiedlich sind. So gibt es zum Beispiel die Feuerfrucht und die Magmafrucht. Magma ist heißer als Feuer und somit kann der Anwender der Magmafrucht den Anwender der Feuerfrucht verletzen. Ein anderes Beispiel wäre die Ironblade-Frucht und die Waffenfrucht. Während Mr. One mit seiner Ironblade-Frucht zu einer menschlichen Klinge geworden ist, kann sich Baby Five mit ihrer Waffenfrucht in jede beliebige Waffe verwandeln. Die Kraft lässt sich also in dieselbe Kategorie einordnen, Baby Five hat aber mehr Möglichkeiten. Apropos Möglichkeiten, ich habe ja gerade schon gesagt, dass es viel wichtiger ist, was ein Teufelskraftnutzer aus seiner Frucht macht. Man kann seine Teufelsfrucht auch noch zum Erwachen bringen. Bei Zoan-Früchten haben wir das schon im Impeldown gesehen. Der Anwender scheint dauerhaft in einer noch stärkeren Mensch-Tier-Mischform zu sein. Auch Chopper scheint schon den ersten Schritt in diese Richtung gemacht zu haben, auch wenn er dafür immer noch seine Rumble Balls braucht. Der Flamingo hat uns ebenfalls gezeigt, wie sein Erwachen aussieht. Als Nutzer der Schnurfrucht kann er Schnüre erzeugen und diese dann dazu benutzen, an quasi allem zu haften. Damit ist er eine Art Puppenspieler, der mit seinen scharfen Schnüren auch noch angreifen kann. Seine erwachte Teufelsfrucht ermöglicht es ihm, alles andere um sich herum auch in Schnüre verwandeln zu können. Das ist also ein Effekt, der nicht standardmäßig
bei der Teufelsfrucht im Paket mit dabei ist, wenn ihr so wollt. Das ist eine Fähigkeit, die er erst irgendwie erlernen musste. Wie man zu solch einem Erwachen kommt, wissen wir bisher noch nicht. Man kann aber, denke ich, davon ausgehen, dass es ein tiefes Verständnis und Geschick für die eigene Teufelsfrucht erfordert. Aber natürlich ist das Ganze nicht ganz so einfach, denn es gibt auch hier wieder Sonderfälle. So ist es zum Beispiel Gegenständen möglich, Teufelsfrüchte zu essen. Na los, jetzt ess das schon! Ich brauche einen Wellensittich-Rasierapparat! Natürlich essen diese Gegenstände nicht wirklich die Teufelsfrucht, aber es ist halt irgendwie möglich, die Kraft der Teufelsfrucht auch auf Gegenstände zu übertragen. Und so kommt es zum Beispiel, dass es eine Dackelpistole gibt und auch ein Elefantenschwert. Wir haben zurzeit aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Auch gibt es mittlerweile die Möglichkeit, Teufelsfrüchte in der One Piece Welt künstlich herstellen zu lassen. Wie genau das funktioniert, wissen wir nicht. Kaido, einer der vier Piratenkaiser in der neuen Welt, hat sich so nämlich eine gigantische Armee von Teufelsfrucht-Zorn-Nutzern halt geschaffen. Und da diese Zornfrüchte ja einem tierische Kräfte geben und sie die physische Stärke eines Anwenders extrem verstärken, hat er sich so eine unfassbar krasse Streitmacht gebaut, eine ganze Armee eigentlich. Aber das Einzige, was wir wissen, ist, dass Don Quixote de Flamingo die Chemikalie SAD durch Caesar Clown herstellen lassen, welche er wiederum auf Dressrosa dazu benutzt hat, sogenannte Smiles herzustellen. Smile ist der Name für die künstliche Teufelsfrucht. Wie genau die Herstellung funktioniert, wissen wir wieder einmal nicht. Wir wissen nur, dass sie sehr aufwendig sein muss und dass Doffy der Einzige ist, der dazu imstande war. Es ist auch nicht klar, ob diese künstlich hergestellten Teufelsfrüchte genau dieselben Eigenschaften haben wie normale Teufelsfrüchte. Eine Sache gibt es da noch, und zwar gibt es angeblich ein Teufelsfruchtbuch, in dem alle Teufelsfrüchte mit Abbildungen drin sind und mit einer genauen Beschreibung, was die Fähigkeiten dieser Frucht sind. Wir haben bisher aber noch nie so ein Buch im Manga gesehen. Wir wissen aber von mehreren Charakteren, dass sie dieses Buch mal in der Hand hatten und daran gelesen haben. Zum Beispiel Sanji und Blackbeard. Die hatten das Teufelsfruchtbuch irgendwann mal, haben darin gelesen und wussten dementsprechend, was für verschiedene Teufelsfrüchte es gibt. Wo das herkommt, wo es dieses Buch gibt, keine Ahnung. Ja. Und das ist so ziemlich alles, was wir über Teufelsfrüchte wissen, nach über 800 Kapiteln One Piece. Nicht gerade viel, was? Wann kommt endlich Dr. Vegapunk? Verdammte stinkende Scheiße! Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt noch eine Möglichkeit, Logia-Nutzer, die ja eigentlich unverwundbar sind, auszustechen. Und das ist Haki. Haki ist eine Art geheime Kraft, die in den Menschen der One Piece Welt verborgen ist. Ich persönlich vergleiche das immer mit Chi oder mit Chakra oder mit Ki, wie man das auch aus anderen Medien, Mangas, Stories und so weiter kennt. Und es ist halt sehr schwer, dieses Haki in sich hervorzurufen und dieses Haki dann noch zu benutzen. Da bedarf es sehr viel Training, aber wenn man dieses Haki dann beherrscht, dann gewinnt man eine ganz große Menge. Zum einen werden die Attacken selber sehr viel stärker, die man ausführen kann. Und zum anderen kann man mit Haki die Körper von Logia-Nutzern treffen. Das heißt, wo normalerweise ein Schlag durch einen Körper von einem Logia-Nutzer durchgehen würde, geht dieser Schlag eben nicht durch den Nutzer durch, wenn er mit Haki versehen ist. Hier kommt es aber auch darauf an, ob der Logia-Nutzer selber auch das Haki beherrscht und wie stark das Haki von den jeweils anderen ist. Wenn der Logia-Nutzer stärker trainiert ist und sein Haki stärker ist, dann kann er sich trotzdem gegen den Haki-Angriff von dem Angreifer verteidigen. Andersherum ist es natürlich so, dass wenn der Angreifer ein stärkeres Haki hat als der Verteidiger, dass er dann das gegnerische Haki durchbrechen kann und trotzdem den richtigen wahren Körper angreifen kann. Es ist aber ganz wichtig, dass man versteht, dass man mit Haki die Teufelskräfte nicht aushebeln kann oder nicht negieren kann. Also die sind trotzdem noch da. Der besteht trotzdem noch aus Feuer und Feuer ist heiß und Feuer tut weh. Aber mit Haki kann ich dann seinen wahren Kern treffen. Das heißt, obwohl er gerade Feuer ist, bekommt er trotzdem Schaden. Das ändert aber nichts daran, dass er gerade Feuer ist. Das missverstehen nämlich immer ganz viele Leute und deswegen finde ich es wichtig, das nochmal zu sagen. Gut, ich fasse das Ganze für euch nochmal ganz kurz zusammen.
Teufelskräfte verleihen euch Superkräfte. Es gibt jede einzelne Teufelskraft immer nur ein einziges Mal auf der Welt. Die Kraft wird erst dann frei, wenn der aktuelle Nutzer stirbt und in die ewigen Jagdgründe eingeht. Teufelskraftnutzer können nicht schwimmen, weil sie im Wasser ihre gesamte Kraft verlieren, zusammenkippen, ohnmächtig werden und deswegen können sie ihre Kraft selber nicht aktiv nutzen, aber die Kräfte sind trotzdem noch da. Aber sie können sie halt nicht benutzen, weil sie sind ja ohnmächtig oder schwach. Außerdem gibt es drei Kategorien von Kräften, nämlich die Logia, die Zoan und die Paramezia-Früchte. Auch Gegenstände können Teufelsfrüchte essen. Es ist irgendwie möglich, künstliche Teufelsfrüchte herzustellen. Es gibt ein Buch der Teufelsfrüchte, wo alles drinsteht, was man sich nur vorstellen kann und was unfassbar interessant ist, was wir bisher aber noch nie gesehen haben. Mit der Hilfe von Rüstungshaki kann man Teufelskraftnutzer verletzen, aber ihre Kräfte nicht negieren. Das war mein kleiner Teufelsfrucht-Guide für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann denkt doch über ein Abo nach und über einen Like. Und vielleicht teilt ihr auch das Video. Würde mich echt freuen. Fände ich super. Und denkt dran, dieses Video ist wichtig. Immer wenn ich jetzt über Teufelsfrüchte in meinen kommenden Videos spreche, dann ist dieses Video hier die Grundlage für jegliche Diskussion über Teufelsfrüchte. Wenn ihr dieses Video nicht gesehen habt oder irgendwer anders mit euch diskutieren möchte und er euch einfach Blödsinn erzählt, dann zeigt ihm dieses Video, denn dieses stellt, denke ich, die Grundzüge der Teufelskräfte und alles, was man darüber wissen muss, sehr gut dar. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich, Haunse Baunse! So, ja. Komm. Blackbeards Teufelsfruchtbuch. Da müsste doch eigentlich alles, was ich wissen möchte, drin stehen. Und ich schaue jetzt einfach mal nach, was ich hier für eine Teufelsfrucht hatte. Ich weiß gar nicht so richtig, was für eine Kraft ich jetzt habe. Ah, warte hier. Gelbe Banane mit weißen Kringeln. Die Schinkenfrucht. Damit wird man zu einem Schinkenmenschen. Man kann sich in einen Schinken verwandeln oder in einen Schinkenmensch. Wow! Das heißt, für mich ändert sich jetzt überhaupt nichts. Ich habe jetzt einfach nur die Fähigkeit verloren, zu schwimmen. Das ist doch Kacke! Oh.